Guten Morgen! Hallo, auch schon Ja, wieder. Na? Sie sehen mich etwas vergnügter. Wir haben Freitag. Heute Freitag, Mensch. Oh. Endlich geschafft die Woche. Ja, das Na, letzte ein Glück. Mal. Und Kommen dann. Sie heute nach Hause, Mensch. Sagen Sie mal, sind Sie verheiratet überhaupt? Haben Sie zu Hause Frau und Kind? Nee, das leider nicht. Ich bin total ledig, muss ich sagen. Sie sind ledig, na seien Sie froh, Mensch. Ja? Wissen Sie Ja? warum? Was meinen Nee. Sie, was das für ein Ärger geben kann Ach. mit der Ehe und mit Ja, den meinen Sie? Frauen? Na, das glauben Sie mir. Oh. Oder sind Sie nicht so auf Frauen? Doch. Doch, doch, aber ich habe nie die richtige gefunden. Die wollten immer irgendwie alleine durchs Leben weitergehen. Wollten Ohne mich. alleine Ohne gehen? mich. War die, oh, naja, dann seien Sie froh, Mensch. Ja? Ich sage Ihnen mal was. Oh Sie kennen ja. ein schönes Gedicht, der beschreibt das, wie das wirklich ist mit der Ehe. Ah, da bin ich Wissen Sie, das neugierig. heißt danach. Das könnte mich ja trösten, Danach. ja. Genau, danach. Stellen Sie sich mal vor. Also, danach. Es wird in einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na und denn? Denn gehen die beiden brav ins Bett. Na ja, das ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht küssen? Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kriegt das junge Paar ein Kind, denn kocht sie Milch, die Milch läuft über, dann macht er Krach, dann wehnt sie drüber, dann wollen sich beide gänzlich kennen. Na und denn? Dann ist das Kind nicht auf dem Damm, dann bleiben die beiden doch zusammen, dann quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonde Haare, vorn doof und hinten Minoren. Na und denn? Dann sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nur auch bald schlapp. Vergessen Kuss und Schnurrbartzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt das weit? Wie der noch scharf auf Muttern war. Das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der olle Mann denkt so zurück. Was hat er nun von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Also, seien Sie froh, dass Sie nicht verheiratet sind.